Julia und Evelyn Meyer haben Börtschak fest im Griff. Die Olanger Tennisschwestern stehen im Finale des mit $10.000 Preisgeld dotierten Turniers am Wörthersee. Die an Nummer 1 gesetzte Julia gewann im Halbfinale gegen die Serbin Natasha Zoric den ersten Satz mit 6:2, musste sich im zweiten 3:6 geschlagen geben und im dritten Satz gab Zoric verletzt auf. Evelyn gewann ihr Halbfinale gegen die Austanerin Viviane Vierin klar mit 6:4 und 6:3. Damit stehen sich die beiden Pusterinnen im Finale zum 11. Mal gegenüber. Evelyn konnte sich in den bisherigen 10 Partien 8-mal durchsetzen, Julia gewann 2-mal. Ist Julia Meyer deshalb aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ist sicher toll gegen die Evelyn zu spielen. Eigentlich die meine liebste Gegnerin, lieber gegen sie als sie gegen einen anderen. Das muss ich schon sagen. Und wie schaut es bei der älteren Schwester Evelyn aus? Nein, das bin ich nicht, weil ich kenne ja, ich weiß genau, wie sie spielt. Aber es ist allem, für mich ist es etwas Besonderes gegen sie zu spielen. Und wir haben gesagt, wir sind da 1 und 2 gesetzt bei dem Turnier. Das Schönste war, wenn wir uns im Finale treffen. Und deswegen machen wir da keinen Druck. Mein Ziel habe ich eigentlich erreicht. Und jetzt kann es lange der Turniersieg werden. Halt, je nach Freude so. Im Doppel schlagen die beiden besten Tennisspielerinnen Südtirols übrigens ebenfalls im Finale auf. Diesmal allerdings gemeinsam.